Ja, liebe Leute, willkommen zurück zu Mass Effect 3. Wir müssen hier erstmal schauen, was wir hier an Missionen kriegen brauchen. Wir müssen hier irgendwie so einen Typen patrouillieren, zurückholen. Ne, Quatsch, das ist ja immer Leertaste. Ich muss mich immer drum umgewöhnen. Geradeaus und um die Ecke. Das ist doch eine Information. Das ist doch perfekt, Soldat. Geradeaus und um die Ecke. Geradeaus und um welche Ecke? Um die Ecke und um die Ecke. Das ist egal. Einfach um die Ecke. So, was haben wir hier geholt? Credits liegen hier rum. Einfach so Credits. Das ist cool. Geradeaus und um die Ecke. Ich schaue mal trotzdem hier lang, wie es hier aussieht. Komm ich eigentlich runter? Ich weiß gar nicht. Vielleicht komme ich runter. Ich will jetzt doch nicht runter. Ich gehe lieber doch um die Ecke. Geradeaus und um die Ecke. Vielleicht gehe ich doch nochmal hier hoch. So. Der Reaper ist gewaltig. Reaper? Wo ist der Reaper? Das ist der Reaper. Ich habe größere gesehen. Und zwar ziemlich viele. Sieht schon geil aus. Alter, das ist nur eine Maschine. Maschine gegen Organik. Gut, okay. Kommen wir hier nicht hoch. Dann schauen wir mal. Jawohl, da wäre ich euch verbunden, Verbündete. Ich wäre euch verbunden, Verbündete. Ja, macht schon geile Geräusche, so ein Reaper. Jetzt nix, dann gehen wir erstmal zum Chef. Wo ist der Chef? Hier oben, nee, dann nehmen wir das mit. Hier liegen sie rum, alle beide, Verletzte und Tote, gut. Also, wo ist er? Ich denke mal hier oben, ne? Oder hier stehen sie, die sehen so interessant aus. Lagebericht. Okay, wir halten das Gebiet so lange wie möglich. Das ist eine gute Einstellung. Das ist doch das. Vielleicht kriege ich das jetzt, die Viper. Das ist doch dieses Scharfschützengewehr. Wenn ich das aktiviere, dann... Ich verstehe diese Technik immer noch nicht. Also, ich klicke hier drauf. Ich kann das im Prinzip nur hier klicken und hier klicken. Da klicke ich jetzt mal hier drauf. Ist natürlich, die Kapazität ist gering. Ich probiere es einfach mal. Ich probiere das mal. Aufladetempo der Kräfte minus 200 und hier? Auch 200, verstehe ich nicht. Ich probiere das jetzt mal. So. Ich hoffe, das klappt so. Bestätigen. Ja. Okay, jetzt gucken wir uns das mal an. Ah ja, das will ich doch haben. Das will ich doch haben. Ach so, man kann gar nicht zoomen. Das ist sozusagen einfach fest. Das ist doch eine cool. Das ist cool. Das wollen wir heute mal einsetzen. Tobastic, bringen Sie Ihre Männer auf die Nordbarrikade. Ja, Sir. Sergeant Partis, bringen Sie irgendwie den Kommunikationsturm zum Laufen. Sir. General. Commander Shepard, hörte schon, dass Sie kommen, hab's aber nicht geglaubt. General Corinthus. Ich bin wegen Primarch Fedorian hier. Primarch Fedorian ist tot. Sein Shuttle wurde vor einer Stunde abgeschossen, als er versuchte, den Mond zu verlassen. Das kompliziert die Sache. Tut mir leid, ich habe gehört, er war ein guter Mann. Und ein Freund. Er hätte einen ausgezeichneten Diplomaten abgegeben. Und wie geht's weiter? Die turianische Hierarchie hat ganz klare Regeln für die Nachfolge. Natürlich, General Corinthus. Bei derart schweren Verlusten kann ich nicht mit Sicherheit sagen, wer der nächste Primarch sein wird. Aber das Pelavin-Oberkommando weiß es bestimmt. Allerdings kann ich es im Moment nicht kontaktieren. Der Kommunikationsturm ist ausgefallen. Asks durchschwärmen das Gebiet. Wir kommen nicht nah genug ran, um ihn zu reparieren. Keine Sorge, General. Ich kriege Ihren Turm wieder zum Laufen. Danke, Commander. Ich kümmere mich hier um alles Weitere. Also gut, dann los. Gut. Ich sehe den Kommunikationsturm. Links von der Hauptbarrikade. Stehen vielleicht doch lieber erstmal die. Na dann vorwärts! Für den Nahkampf. So, wo müssen wir hin? Wahrscheinlich hier raus, hä? Ist das hier? Aha. Achso, okay. Nee, brauchen wir nicht. Weiter. So.
So, wo müssen wir hin? Gibt's eine Map? Ach nee, das war VNEM. Auch nicht, gibt's gar nicht. Kommt die auch noch mit? Ja, die kommen mit. Gott. Die sind doch schon tot, Junge. Okay. Kommt hier jemand oder? Oh. Aber ich gebe mein Bestes. Gut, das heißt, wir müssen das Ding verteidigen, oder? Bereit, Liara? Darauf können Sie wetten. Schnappen Sie uns diese Monster. Ach, Entschuldigung, Entschuldigung. Das war nicht so gemeint. Du kannst aber auch nicht hier vorrennen. Einfach so. Sieht ja ähnlich aus wie die Typen. Mädel. Geht das nicht. Erledigt, Commander. Bin auf dem Weg nach unten. Oh. Genau, das wollte ich auch mal probieren. Alles gut. General, hören Sie mich? Der Kommunikationsturm ist jetzt einsatzfähig. Ausgezeichnete Neuigkeit. Besten Dank, Commander. Ich kontaktiere das Pelavin-Oberkommando und finde heraus, wer der Nächste ist und ob er überhaupt noch lebt. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie was haben. Ich helfe Ihren Männern, bis ich was von Ihnen höre. Verstanden. Shepard, Ende. Oh, das Ding ist gut. Waffe ist auch gut, das ist so eine automatische Maschinenpistole. Ich höre. Ich habe Informationen vom Pelavin-Oberkommando. Kehren Sie bitte sofort zurück. Sind unterwegs. Gut, dann gehen wir wieder zurück. War das? Hier rum, ne? Da war das Tor. Okay. Oh, hier oben schon? Nee. Gut, das brauchen wir nicht. Wurden Wintersachen geschickt. Alter. Drüben steht er, dann gehen wir nochmal hier auf. Vielleicht finden wir hier noch irgendwas. Nee. Gut. Was haben Sie? Wie Ihre Begleitung schon sagte, ist die Nachfolge eigentlich ganz einfach. Aber im Moment herrscht Chaos in der Hierarchie. Viele sind tot oder werden vermisst. Ich brauche irgendjemanden, der mir die turianischen Ressourcen zur Verfügung stellen kann. Ich arbeite daran, Shepard. Wir werden den Primarchen für Sie finden.
Garrus! Vakarian, Sir. Ich habe Sie nicht eintreffen sehen. Rührend, General. Freut mich, Sie wiederzusehen. Ich dachte, Sie wären auf Palavan. Wenn wir diesen Mond verlieren, ist auch Palavan verloren. Ich bin so etwas wie unser größter Experte, was Reaper angeht, und deshalb als Berater tätig. James, das ist Garrus Vakarian. Er hat mir geholfen, die Kollektoren aufzuhalten. Er ist ein verdammt guter Soldat. Lieutenant, schön, Sie zu sehen, Liara. Schön, dass Sie in einem Stück sind. General Corinthus hat mich informiert. Wir wissen, wen wir suchen. Das Palavan-Oberkommando sagt, dass der nächste Primarch General Adrian Victus ist. Victus? Den Namen hatte ich schon mal vorliegen. Kennen Sie ihn? Ich habe heute Morgen an seiner Seite gekämpft. Schon ewig beim Militär. Ergebnisorientiert, beliebt bei den Truppen. Beim Oberkommando weniger. Er hat den Ruf, vorgegebene Strategien sehr großzügig auszulegen. Unkonventionelles Denken könnte Palavan retten. Und die Erde. Er wird tun, was nötig ist. Erinnert mich an einen alten Menschenspekter, den ich mal kannte. Okay, bringen wir ihn ins Shuttle und dann weg von hier. Commander! Shepard, bitte komm! Kann das nicht warten, Joker. Wir sind hier mitten in einem Kriegsgebiet. Wir haben ein Problem auf der Normandy, Commander. Sieht aus, als wäre sie besessen. Schaltet Systeme ab, fährt Waffen hoch. Ich finde die Ursache nicht. Ich brauche die Normandy auf Abruf. Kann sein, dass wir schnell weg müssen. Soll ich zurück und mir die Sache mal ansehen? Dann los. Garrus, Sie waren doch heute Morgen mit Victus zusammen. Ja, aber wir wurden getrennt. Er wollte eine gefährdete Flanke unterstützen. Er könnte überall da draußen sein. Wir versuchen gerade, mit ihm Kontakt aufzunehmen. Heuschrecke nähert sich, mit Ziel Flugfeld! Alter, was ist denn das? General, sagen Sie Primarch Victus, wir treffen uns hier. Und bis dahin kümmern wir uns um alles, was das Ding abgeworfen hat. Kommen Sie, Garrus. Ist das ein Witz? Bin direkt hinter Ihnen. So, wo müssen wir denn jetzt hin? Bisschen Orientierung, da ist das Flugfeld. Kommen wir hier raus, hier drüben, kommen wir auch raus, okay. James, wenn Sie das denn da so schwer atmen? Die Atmosphäre ist lediglich etwas dünner als gewohnt, sonst nicht. Flugfeld verteidigen. Ist Adrenalin sowieso lieber als Sauerstoff. Oh, was ist denn das? Hab ich noch nie gesehen. Sie haben recht. Alter. So, jetzt müssen wir mal ein bisschen konzentrieren hier. Das wird doch immer mehr. Ach, das geht gar nicht, die gehen gar nicht. Scheiße. Kann ich irgendwas machen? Ich werde vielleicht erstmal hier Disruptor-Munition einsetzen, ne? Oder Brandmunition. Ich mache Brandmunition. Genau, das ist schon besser. Nee. Ich glaube, wir sind hier fertig. Gut, naja, gut, die Waffe ist nicht so dolle. Die ist doch nicht so der Brüller. Ich dachte, die ist besser. Gut. Okay, zurück oder wie? Oder was? Oder wo? Gibt es irgendwas zu checken noch? Ich will die Munition aufladen. Ah, krass. Mhm. Gut, nö. Dann wieder zurück.
oder weiter hier. Wir gehen mal hier weiter kurz. Mal checken, gucken, checken. Na, hier war was hier oben. Was ist das? 2500 Credits. Na gut, okay. Also Jungs, zurück. Kommt mit. Ich versuche immer noch den Primarchen zu erreichen, aber wir haben Ärger hier an der Hauptbarrikade. Wenn die Reaper da durchkommen, sind wir erledigt. Schon unterwegs. Okay. Ah. Das ist doch was. Das ist doch gut. Das ist ja nice. Ah, ich überhitze. Oder wie? Da kommt noch eine Welle. Das ist ja Pillepalle. Pillepalle, das ist mein Wort, Junge. Das hab ich immer. Das Assi. Muss ich gegen ihn kämpfen oder nicht? Wo bin ich? Wo bin ich? Okay, kann mir jemand helfen? Kann mir jemand helfen? Ist hier jemand da? Du bist da? Du auch? Okay. Aber wir können gar nichts machen gegen den. Was nehme ich? Ich nehme Kryo-Munition. Mal sehen, wie das ist. Ach, da sind noch mehr. Scheiße. Ah, das ist blöd. Da muss ich rennen. Das mag ich ja gar nicht hier zu rennen. Wo seid ihr alle? So rennt der immer nicht. Ah, da renne ich mal wieder rum. Ich renne mal wieder rum und die anderen machen alles. Ach Mist. Komm, renn. Komm, mach, ich mach da F. Sowas. Genau, nochmal. Sowas. Commander Shepard, hier ist General Corinthus. Was Neues über den Primarchen? Ja, die anderen müssen auch bitte mitmachen. Okay, ich gehe zu Fuß. Shepard Ende. Garrus, bringen Sie mich zu Victors letzter Position. Gut, dann folgen wir dir. Wie weit? Dürfte schnell gehen, wenn wir keinen Ärger kriegen. Hm.
weiß nicht, weiter, nicht weiter, sprich mit mir. Wahrscheinlich hier runter, ne? Ja, klar, komme ich nie wieder hoch, deswegen ist das wahrscheinlich ein Trigger, ne? Würde ich sagen. Verdammt, sehen Sie sich Pelavin an. Das orangefarbene Inferno, das große. Dort wurde ich geboren. Das ist hart. Haben Sie noch Familie dort? Sind das hier alles Hass? Eine Schwester. Wie schlimm ist es? 1800 Credits. 3 Millionen Tote am, 3 Millionen Tote am ersten Tag. Wie hält sich Ihr Militär? Na gut. Sehen Sie sich um, machen Sie sich selbst eine Vorstellung. Schon ja ausgerottet werden alle. Sie liefern Ihnen einen guten Kampf. Noch. Aber wie lange dauert es, bis man zum Kämpfen keine Kraft mehr hat? Hätten Sie doch nur auf Ihre Warnungen vor den Reapern gehört. Wir hätten bereit sein können. Vielleicht. Schwer vorzustellen, wie man sich auf sowas vorbereiten soll. Also, war voll, alles klar. Ich hasse diese Dinger. Und in New York wimmelt es von diesen ekligen Drecksdingern. Wir hätten die Erde nie verlassen sollen. Das wird übel, und zwar von vorne bis hinten. Ein Kampfabbrechen, das kotzt mich an. Aber Sie sind hier, um Victus zu bitten, dass er genau das tut. Er soll den Kampf verlassen und es sich in einem Konferenzraum gemütlich machen. Dieses Gipfeltreffen ist unsere einzige Chance. Niemand von uns besiegt die Reaper allein. Soldat, alles in Ordnung? Jawohl, Sir! Wir schaffen das schon! Haben Sie General Victus gesehen? Vor einer halben Stunde, er war Richtung Süden unterwegs. Okay, viel Glück. Jawohl, Sir. Na gut, wo geht's lang? Hier lang? Nee, hier lang Commander, nicht. Commander, wie viele Soldaten waren das bei dem Absturz? 50? 75? Ich bin nicht sicher. Könnt ihr hinkommen? Es tut weh, wenn man ein schönes Schiff so untergehen sieht. Von der Mannschaft an Bord ganz zu schweigen. Das war knapper, als mir lieb ist. Absolut. Aha, hier liegt Haufen Muni, da geht's bestimmt gleich wieder los. So, zeigt euch, Feinde. So, kommt ihr mit? Ja, wir sind richtig. Gut, da würde ich sagen, ich mache jetzt mal Schluss hier. Und wir denken, also ich denke, wir werden dann den General das nächste Mal retten und ihn zurückbringen. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao.